bangs that go bump in the night. What the? Jesus! Me. Jerk. Sam B. Okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, butcher style, gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody, what you know who I am. Wrong. You have any idea who you're talking to? Or maybe you saw me in the playoff. I played for the fucking goddamn champions. Well, fair cooking meat, cannibal trying to eat. I got a zombie army, and you can't harm me. Hey, yeah, who do your voodoo, bitch? Drink blood like a vampire without warning. Who do your voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do your voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do your voodoo, bitch? Let's go. Sam B to Papa Shango, I'm Baron Samedi. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a another zombie, drunk I put a stick in your head. Look, you want ghouls, I got fucking stupid git. Maybe everybody dies, I'll see your ass real soon. Crack bones to the marrow, hot sauce, and they suck it. Now my juju ain't nothing to fuck. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. That go bump in the night. Who do your voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do your voodoo, bitch? Let's go. Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? Cut your this head is the woman's restroom. I got a zombie on sand. You can't harm me. Who do your voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do your voodoo, bitch? Rip your arms off with my bare hand. Who do your voodoo, bitch? Yeah. Smack your mama. Who do your voodoo, bitch? Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Let's Play Together Dead Island in der Definitive Edition. Und zwar spielen wir dieses Spiel zusammen mit Robin. Aber Robin wird sich erst nach dem Prolog zu uns schalten. Deswegen werden wir jetzt ein neues Spiel starten und den Prolog im Prinzip alleine erleben. So, Dead Island hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber wir haben gedacht, wir wollen mal ein anderes Spiel zusammenspielen. Deswegen entscheiden wir uns jetzt für Dead Island und wir sind in der Charakterauswahl, haben die Möglichkeit zwischen Logan, Purna, Xan und Sam B. Und in der Definitive Edition gibt es auch noch einen Rider. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob man den auch wählen kann, beziehungsweise nicht, dass das ein DLC ist. Deswegen bleiben wir bei den vier Hauptcharakteren. Und wollen wir noch mal kurz reinschauen. Biografie von Logan. Voted the sexiest Texan in 2004. Man, I beat out Dennis Quaid and Matthew McConaughey for Christ's sake. So I drank a few beers now and then, popped occasional pill. That's nothing compared to what the team quacks to shoot me up with just so I could play. And sometimes I just need to numb the pain, know what I'm saying? My biggest vice was speed. No, not meth, buddy. Adrenaline. I blew every penny I had on the fastest cars I could find. Just so you know, I'm a damn good driver. Das ist ein ganz schön langer Text, den die hier quatschen. Den werden wir uns natürlich nicht bei jeder Figur anschauen. Wir machen das jetzt bei Logan und eigentlich bräuchten wir auch nur die Figur, die wir spielen. Also, wie gesagt, das ist ein Wurfexperte, der hat 80 Ausdauer, 100 Geschwindigkeit und 100 Gesundheit. Dann haben wir Purna, die hat 100 Gesundheit, 100 Geschwindigkeit, 90 Ausdauer. Wir haben Xan, Expertin für scharfe Waffen und wir haben Sam B, Experte für stumpfe Waffen. Eigentlich müsste man ihn spielen, weil er kommt auch in Dead Island 2 vor. Er hat auch am meisten Gesundheit. Ich werde mich aber für Purna entscheiden und ich weiß nicht, wollen wir wissen, Feuerwaffenexpertin, müssen wir mit Feuerwaffen, ja gut, eigentlich müsste man mit Sam B spielen, der hat auch am meisten Gesundheit, der ist halt Experte für stumpfe Waffen, ne?
Ich würde sagen, komm, wir machen ganz klassisch, spielen wir Sam Bier. I grew up in New Orleans, Lower Ninth Ward. My daddy went to prison when I was two. That's where he died. Angola. Mama didn't never recover from that. Just drank and did crack. And any random motherfucker who didn't smack her around too bad. My nana the one who raised me. She run a washateria. We lived in a little shotgun house on Burgundy. From the time I was 10, man, I want to rap. I was into old school freestyle rap. And I'd be kicking ass at them battles, bruh. But man, just couldn't catch a break. Nothing caught on. So, one Halloween, I come up with Who Do You Voodoo, Bitch? Just as a motherfucking joke, you know? Went right to the top of the hip-hop charts like a motherfucking rocket. And suddenly, I was famous. Going to the Grammys, hitting the parties. Man, I had bitches up to yin yang. And for the first time in my life, I was making money. Shit. I was spending it as quick as I was getting it. I thought I'd made it, you know what I'm saying? That gravy train wasn't there going in. So I did another song, and another song, and nothing hit. Nothing fucking hit. Song after song, and ain't nobody give a shit. Been 10 years, man. And yeah, I can still get gigs, but all they want me to do is, who do you voodoo, bitch? I used to play the big casinos in Vegas or Atlantic City. Now it's just Reno or Laughlin. Some motherfucking crew shit. So this gig here might be my last chance. I mean, there's some heavy Hollywood hitters up in there. If I could notice, yeah, I could be right back up on top there. You know what I'm saying? Okay, gut. Also, Biografie haben wir. Und ich würde sagen, kommen wir starten ein neues Spiel. Prolog hatte ich bereits abgeschlossen, aber wir möchten den natürlich nochmal spielen. Auf geht's. Und da sind wir auch schon im Spiel. Eine Third-Person-Ansicht gibt's nicht. Okay, wir sind aufgewacht, also bei uns im Zimmer. Dann wollen wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Wir bekommen auch Baupläne. Mittleres Medikit finden wir hier. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und dann geht's ab nach draußen. Okay. Oh mein Gott. Liegen überall Leichen rum. What we got here? Okay, haben wir noch ein Medikit gefunden. Da ist alles leer. Wir haben, glaube ich, sogar eine Taschenlampe, ja. Aber ich glaube, die Taschenlampe, die bringt dieses Dead Island Feeling nicht so herüber. Deswegen, wenn wir sie nicht brauchen, lassen wir sie auch aus. Okay, was ist hier passiert? Ein bisschen Geld nehmen wir mit. Sehr gut, in die Tür kommen wir nicht rein. Da können wir noch ein paar Koffer plündern. Sehr gut. Ah, Portemonnaie lassen wir mitgehen. Das braucht ja, glaube ich, sowieso keiner mehr. Denn alle wissen ja, worum es in Dead Island geht. Eine Zombie-Epidemie hat sich über die Welt gelegt und ja, wir müssen natürlich hier ja, ein Gegenmittel finden wahrscheinlich. Wir sind auf einer sehr schönen Insel, ich glaube auf Bali oder so. Ah, das werden wir auf jeden Fall alles zusammen herausfinden. So, jetzt brauchen wir doch die Taschenlampe, weil es relativ dunkel ist hier. Haben wir sogar noch ein bisschen Geld. Die Koffer haben wir geplündert. Da können wir alles mitnehmen. Da geht's nicht rein.
Okay, noch mehr Koffer, die wir plündern können. Und überall ist eigentlich nur Geld drin. Okay, da komme ich nicht weiter. Such in der Fahrstuhllobby nach einem Ausgang. Sollten wir eigentlich hinbekommen. Oh mein Gott. Okay, also, wir sind in einem Hotel auf einer wunderschönen Insel und eigentlich wollten wir hier unseren Urlaub verbringen. Das Open ist er. Leider ist daraus nichts geworden. Okay, warte mal, wir können schlagen. Ich denke mal, Waffen oder irgend sowas haben wir noch nicht. Aber das werden wir alles in dem Prolog, denke ich mal, hier gezeigt bekommen. So. Die Koffer müssen wir alle reingucken. Okay. Öffne den Fahrstuhlschacht. Einmal bitte halten. Nicht gut. So schnell wollten wir eigentlich nicht nach unten. Oh, da haben wir sogar unsere ersten Zombies schon gesehen. Folge den Hinweisen. Okay, ducken können wir uns auch. Okay. Da war noch eine Batterie drin. Kamera. Taschenlampe machen wir mal aus. Natürlich müssen wir hier alles plündern. Ich weiß nicht, ob man die Sachen behält. Oder ob man alles verliert, wenn der Prolog zu Ende ist. Maybe there's something in here. Ah, ist außerdem nur Geld drin, ne? Ich denke mal, wir kommen ja auch nicht weiter. Mittleres Medikit. Und noch mehr Kohle. Okay, wir sollen bis zum Ende des... okay. Ich renne mal. Oh mein Gott. Lass mich mal durch hier. Ich werde verfolgt von diesen hässlichen Zombies. Hui, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Oder auch nicht. Großartig. Not a bloody executioner. Sweet Mary, Jesus. Do you know how close we came to bashing your head in? Okay, wo sind wir denn hier jetzt? Okay, Dominik. Jack. Habt ihr euch hier verschanzt oder was? Okay, Energy-Drink können wir auf jeden Fall schon mal trinken. Sollte unsere Gesundheit auf jeden Fall ein wenig.
Why won't anyone help him? We can't just let him die out there. He saved your life. You owe him your life. SOS! Okay, hilf dem Rettungsschwimmer. Gut, dann wollen wir nach draußen gehen. You're not gonna help him. Get the hell out of the way. You at least have a weapon? You need to find a weapon. Don't let him die. Okay, na dann nehmen wir mal das alte Paddel mit. Und dann lässt er uns auch nach draußen. On three. One, two, fuck it, three. Oh mein Gott. Okay. Wir sollen dem Rettungsschwimmer helfen. Alles klar. Okay. Okay, hier haben wir noch. Hier haben wir einen fetten Brocken. Ey. Lasst den in Ruhe. Das war knapp. Ich glaube, wir haben alle erwischt, ne? Oh, doch nicht. Weg mit dir. Der steht auch nochmal auf. Bleib ja liegen. Meine Güte. So, da hätten wir noch eine Waffe. Und damit haben wir unsere ersten Zombies geschnetzelt. That's the last one? Okay then. Thanks, mates. Akt 1. We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? Oh, God damn it. You found you. You beat up pretty bad. Hell. Okay, du hast den Prolog abgeschlossen und kannst nun Coop-Spielen beitreten. Tritt aus dem Spielmenü in einer Lobby bei, wo du andere Spieler findest und ihren Spielen beitreten kannst. Bekämpfe Zombies zusammen mit deinen Freunden und erlebe ein völlig neues Spielgefühl. Okay, haben wir ja schon eingestellt, nur Freunde, und das bestätigen wir mal. Okay, willkommen auf Banoi. Okay, wir könnten uns jetzt schon mal ein bisschen rumschauen. Wir sollten mit Cinnamon sprechen. Okay. Aber ich würde sagen, das machen wir erst, wenn Robin dem Spiel beigetreten ist. Dann geht's hier weiter. Das war im Prinzip der Prolog von Dead Island, den man im Prinzip alleine bewältigen muss. Einen Charakter haben wir ausgesucht. Und da würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part auch weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Habt euren Spaß. Oh komm, mit ihm können wir noch reden. Komm. The head lifeguard here. The voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it. Then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but those aren't love bites, are they? I don't know who you are or how you know that guy on the radio. But he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Okay, Schlüssel zum Leben. Hole die Rettungsschwimmer-Turm-Schlüsselkarte von Bungalow, Schwierigkeitsgrad 2. Ja klar, komm. Mach mal. Gut. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with.
It's in Bungalow 11, by the pools. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but that don't mean you can't die. Gut, Schlüssel zum Leben ist also unsere erste Map. Wir haben sogar hier hinten gleich, unsere erste Map, unsere erste Quest. Und wir haben sogar hier hinten gleich auch noch eine Quest bei Steven. Und ich würde sagen, die nehmen wir mal auch noch an. Why the hell did I stay here with Cinnamoy? I should have listened to Maggie and left with James and the others. They probably found a way off the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Okay, suche Maggie und berichte Steven, wo sie ist. Ja. I'm here. Wir schauen uns um. I'll be here. Because, I mean, you know, where the hell else am I gonna go? Gut, die Verlorene. Suche Maggie, alles klar. Aber wir wollen ja nicht Maggie suchen, denn wir wollen ja der Hauptquest folgen. Und zwar der Schlüssel zum Leben. Die Quest wollen wir verfolgen. Und das machen wir, wie gesagt, im nächsten Part, wenn Robin dann dabei ist. Hier können wir ein paar Paddel aufnehmen. Das sind jetzt nicht gerade die stärksten Waffen, die wir haben. Und was uns dann hier draußen in dieser von Zombie überfluteten Welt erwartet, schauen wir uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal an. Okay, einen Baseballschläger haben wir noch bekommen. Der müsste eigentlich relativ stark sein. Was haben wir hier noch? Haben wir noch ein Paddel? Okay, gut. Also wie gesagt, hier geht es im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Moment, wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. So, Raserei. Entfeste deine Raserei, um Feinde mit vernichtenden Schlägen niederzuwerfen und mit einzelnen Treffern auszuschalten. Stumpfe Waffen sind nun effizienter und effektiver. Schaden durch stumpfe Waffen 5, Ausdauerkosten minus 10 oder Überleben regeneriert 10% Gesundheit pro Minute. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Kampf. Schalten diese Fähigkeit frei. Du kannst mit stumpfen Waffen Spezialangriffe auslösen, wenn du linke Maustaste drückst, während du genau auf den Kopf zielst. Okay, dann haben wir das ausgewählt. Und wie gesagt, hier geht es dann im nächsten Part weiter und dann zusammen mit Robin. Also, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein. Dann geht's weiter mit Dead Island in der Definitive Edition. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.